herzliches Grüß Gott aus Vilsmoos im Salzburger Land. Da haben wir das Büro mit der Ökonomie der Menschlichkeit, da sind wir wirklich in der Natur. Und Vilsmoos hat sehr viel mit Tourismus zu tun und unser Fokus, unser Projekt, unsere Ausrichtung in der Ökonomie der Menschlichkeit ist jetzt sehr, sehr stark auf Tourismus. Warum? Weil es da um Begegnung geht. Da ist der Raum, da möchte ich ganz was Besonderes erleben als Gast. Und da haben wir ganz eine interessante Reise die letzten Wochen hinter uns, denn Professor Gerald Hütter ist einer unserer Geburtshelfer und er hat einen Impuls gegeben mit drei Unternehmern zum Thema Tourismus im Zeitgeist. Und da haben wir heute Nicole Kopiol bei uns, Schindlerhof. Das wird in Österreich auch vielen Touristikern was sagen. Und die Nicole, wir waren ganz schnell per Du und das war völlig unkompliziert. Und ich genieße das, dass ein Raum aufgeht, ohne dass man irgendwas will. Er entsteht einfach. Und die Frage von der Nicole war an mich, wie ich auf den Schindlerhof gekommen bin. Ich kannte ihn. Und zwar durch Klaus Kopiol, deinem Vater. Ich habe Hörbücher für den Rutsch Verlag verkauft, hatte aber seit 10, 15 Jahren das überhaupt nicht mehr am Schirm. Und ich mache immer so einen Atemverbund, jeden Tag in der Früh. Das ist was Längeres, halbe Stunde, mindestens Stunde, eineinhalb, wie es halt dauert. Und ich nehme mir den Raum, das ist die Einstimmung für den Tag. Und bei diesem Atemverbund bitte ich auch immer um Impulse, die jetzt gerade wichtig sind. Und da war der Schindlerhof da. Und ich sage zu meiner Frau dann, Schindlerhof, ich kenne den, ich weiß, das ist ein ganz innovatives Hotel und habe aber nichts von dir gewusst, Nicole. Und war dann wirklich verblüfft, 2 Minuten Schindlerhof. Ich habe das Video gesehen, ich hatte Tränen in den Augen, denke ich mir, wow, da geht mir das Herz auf. Herzlich willkommen, Nicole, bei uns im Zoom. Dankeschön, ich freue mich auch. Welches Video hast du gesehen vom Schindlerhof? 2 Minuten Schindlerhof. Ah, das, ja, mit der Vision und unserem Purpose, warum wir früh aufstehen. Ja, also ich hab so einen Eintrag gemacht, das müsste ein paar hunderttausend Klicks haben. Das ist so berührend. Also ja, das ist es. Ich glaube, das ist auch jetzt der Zeitgeist, dass man sagt, es geht mehr als um die Hardware, gutes Essen, gutes Hotel, ja, aber wirklich die Berührung, die Begegnung, das war aber Gerald Hütter Thema. Und eine zweite Dame ist an Bord heute, wo ich auch ganz große Freude habe. Wir sind im Projekt vom Ursprung her 12 Jahre unterwegs. Die Ökonomie der Menschlichkeit gibt es seit gut 2 Jahren. Das Team hat sich oft gewandelt. Und ich habe mir schon gedacht, bin ich vielleicht nicht beziehungsfähig, weil sich das Team immer wandelt. Und ich habe aber so eine Geschichte in mir, wo es mir wichtig ist, ganz ehrlich zu kommunizieren, auch zu reflektieren, was nämlich war. Und das ist nicht immer erwünscht. Und ich glaube, es ist ein gegenseitiges Voneinanderlernen. Und Barbara Huttecker, die heute da ist, habe ich als so tolle, feine, reflektierte, klare Frau wahrgenommen, wo ich gesagt habe, wow, wir sind spazieren gegangen. Barbara, schön, dass du heute auch beim Interview dabei bist. Danke, lieber Georg. Danke, liebe Nicole. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich da dabei sein darf. Es fühlt sich für mich wirklich so, als wir wollen da einfach, dass so eine Leichtigkeit drinnen ist, das flutscht, wie man so schön sagt. Und ja, ich liebe es, in so eine Projekte zu arbeiten. Ja, weil dann ist Arbeit keine Arbeit und man sitzt, verliert sich in dem, was man tut. Man liest Bücher, man schreibt Dinge nieder, Gedanken nieder. Georg hat mich letztes Mal um 11 Uhr auf die Nacht, glaube ich, noch nach einem Leitspruch gefragt. Da habe ich mich dann noch hingesetzt mit einem Glühwein. Das ist alles keine Arbeit. Gell? Und das ist einfach so schön, in so einer Gemeinschaft wirken zu dürfen. Gell? Also finde ich echt grandios. Wunderschön, Barbara. Danke dir. Wir haben nichts abgesprochen. Ich merke, dass ich da jetzt ein bisschen moderiere. Wir werden einfach schauen, was da entstehen darf. Nicole hat gesagt, bis am Abend hat sie nicht Zeit. Wir werden schauen. Und das ist auch schön. Also ein richtiger offener Raum lässt viele Dinge zu. Und Nicole, das ist auch schön bei dir. Du schaffst dir täglich freie Zeit und in der freien Zeit kann was passieren. Und das merke ich ganz, ganz selten auch bei guten Touristikern, guten Hoteliers, die voll im Herzen offen sind. Der Alltag fordert.
Wieso ist das bei dir anders? Wie schaffst du das im Management? Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage oder vielmehr deine Antwort so nährend. Wie machst du so ein tolles Zeitmanagement? Wie schaffst du so ein tolles Zeitmanagement? Also im Prinzip hat mich damals mein Vater schon mit 14 Jahren auf ein Seminar geschickt, Jugendenergie von Schmidt-Kolleg. Es gibt ja auch Unternehmerenergie, da war ich dann ein Jahr später. Und da habe ich mit 14 quasi schon ein bisschen was über Zeitmanagement gelernt. Und einer der wesentlichen Punkte ist einfach, dass du ja zum einen, wenn du planst, auch eine höhere Chance hast, dass Dinge erreicht werden können. Klar, der Zufall trifft den vorbereiteten Geist. Und dann aber auch, wenn du dir den ganzen Tag zuplanen würdest, dass du keine Luft mehr kriegst, gell? Und deswegen lasse ich immer ein bisschen offen. Das heißt ja nicht, dass ich da nur rumsitze und Kaffee trinke. Aber da spreche ich viel mit unseren Human Stars im Schindlerhof. Ich laufe rum, ich treffe Gäste. Und das ist aber ein Zeitfenster, wo ich dann auch nicht so gestresst bin, weil ich weiß, hey, ich habe jetzt eh 1-2 Stunden Zeit. Und dann entstehen da aber auch immer wieder tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich jetzt neulich mit einem gesprochen, mit dem André, der ist jetzt bald mit seiner Ausbildung fertig. Da hat sich ergeben, dass er jetzt doch noch ein Jahr bei uns bleibt und dabei eben diesen Assistant Sommelier macht, dass er was mitnehmen kann, dann erst ins Ausland geht. Also das ist keine Zeit, wo ich jetzt nur so alleine vor mich hin meditiere, sondern schon, wo ich im Unternehmen bin, aber wo eben kein Termin ist. Und ich finde, die beste Zeit, Schreibtischarbeit zu machen, ist dann so um 18 Uhr, weil dann klingelt kein Telefon mehr. Die Leute im Restaurant sind beschäftigt und da stört dann keiner mehr. Und dann, finde ich, ist es immer gut, so Arbeit zu machen am PC. Mhm. Ja. Nicole? Wenn du jetzt sagst, dir hat das dein Papa schon mitgegeben, das war nämlich auch so eine Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte. Weil ich glaube, das macht schon sehr viel aus, weil bei den meisten habe ich immer das Gefühl, die so eine Veränderung machen, da passiert meistens immer irgendwie was Einschneidendes. Das war bei dir vermutlich nicht so, oder? Es gab schon viele einschneidende Dinge, die Dinge verändert haben. Doch, das gab's schon. Oh, okay. Und du bist einfach daran gewachsen. Ja. Ist gut, ja. Also das alles smooth läuft, so ist das Leben nicht geplant, ne? Aber ich weiß, dass das Leben verläuft wie Wellen. Es gibt auf, gibt ab. Wir hatten viele Ups. Jetzt ja erst die Corona-Zeit, 300 Schließungstage, keinen Spaß, ne? Oder ein anderer einschneidendes Erlebnis war, ich weiß noch, mein Kind damals in die Kita zu bringen und der hat sich mit Händen und Füßen an mir festgehalten. Der war ja mit 11 Jahren in der Kita und dann um 16 Uhr hat ihn immer noch die Babysitterin abgeholt. Und da habe ich dann eingeführt, dass die Oma ihn auch mal abholt und ich ihn einen Tag die Woche abhole, sodass er nicht ganz so viel fremdbetreut ist. Das war wirklich einschneidend, das weiß ich noch. Da war ich hinterher heulend im Auto gesessen, habe mich frisch geschminkt. Ich habe weitergemacht, keine Frage, aber es hat was in mir verändert. Und das einschneidendste Erlebnis im Schindlerhof, das war relativ am Anfang, als ich angefangen habe, saß ich mit allen Führungskräften und unserem damaligen Berater für den Jahreszielplan, haben wir mal einen Strategietag vorweg gemacht zusammen. Und der hat dann vor allen Leuten zu mir gesagt, Niki, wenn ich dich so anschaue, ich glaube nicht, dass du es schaffst und die Power hast, den Schindlerhof zu leiten. Boah. Also das musst du erstmal verdauen. Das ist auch so eine Motivation, wenn du denkst, du Arsch, dir zeige ich's. Das hat auch was, was eine gewisse Energie hat. Gut, jetzt habe ich es 23 Jahre schon gemacht. Ne? Es ist jetzt nicht erst seit gestern. Aber das war auch so ein Erlebnis. Es gibt immer Auf und Abs. Es wird, glaube ich, nie nur aufwärts gehen. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Es ist immer die Polarität. Beides ist da. Das, glaube ich, ist aber auch das Leben. Das macht ja die Würze. Also wenn heute alles vorhersehbar ist, glaube ich, ist es ja nicht Leben und gerade dieser seele-geistige Bereich. Du bist ja sehr mutig, Nicole. Fucking Leadership. Das Buch von dir. Also es hat mich absolut berührt. Diese Klarheit, das Mut auch. Es ist Zeit für eine neue Wirtschaft, wie du schreibst. Und du hast da drinnen stehen in dem Buch, nur der Stillstand bringt den Tod. Aber jetzt wirklich die Frage, sind wir schon tot, Nicole? Nee, wir sind doch nicht tot. Wir sind voller pulsierendem Leben.
Und ich denke, das gehört eben, wie gesagt, dazu, das Auf, das Ab. Und das Buch ist übrigens in dem größten Abwärtsding entstanden, nämlich während Corona. Und ich habe mich natürlich auch gelangweilt hier ohne Gäste, ohne Mitarbeiter. Und die Texte dazu sind aber immer schon vorher entstanden, teilweise nachts, wenn ich dann anfange zu schreiben. Und da habe ich dann den Mut gefasst, das einfach mal zusammenzufassen und im Buch rauszubringen. Und ich finde, der wichtigste Text in dem Buch ist der über Human Stars. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Text in dem Buch. Weiß nicht, habt ihr es gelesen mit den Human Stars? Das ist ja das, worum es auch im Schindlerhof geht quasi. Ja, das ist ziemlich am Schluss, soweit bin ich jetzt nicht gekommen, weil das Buch länger gedauert hat. Aber du hast es gelesen, Barbara, oder ganz? Ja, also für mich war das auch so, also wie soll ich das sagen, also was du in deinem Buch schreibst, Nicole, das kann ich alles so nachempfinden. Ja, also das fühle ich, das ist für mich auch völlig klar, war es bis vor ein paar Jahren auch noch nicht. Ja, also ich habe auch eine sehr schwere Zeit hinter mir, zum Glück. Die Frage, was jetzt bei mir ist, ich denke, wir sind in einer Zeitqualität, wo wir in unserer Arbeit nicht nur das Wirtschaftliche sehen, sondern wir wollen ja auch einen Sinn dahinter haben und wir wollen ja Freude dahinter haben, mir hinterfragt ist. Ja? Was jetzt bei mir diese große Frage ist, wie kann ich ein Chef, der bisher ja immer nur das gelebt und gemacht hat, was er quasi von seinen Eltern gelernt hat, es ist ja meistens so, ohne da jetzt irgendwas anzulasten, weil wir brauchen ja das Wissen von früher. Ja. Wie kann ich den dazu bewegen, dass er keine Angst mehr hat, dieses Führen, dieses Klassische loszulassen, damit seine Mitarbeiter diese Human Stars werden? Was braucht es da für Zutat? Kannst du mir irgendwie was nennen, wo du sagst, ich glaube, jemanden anderen dazu bringen, was zu machen, kann man grundsätzlich nicht. Ja. Was man aber kann, ist ihn inspirieren, ihn berühren, ihm vielleicht manchmal auch ein bisschen die Angst nehmen. Es kommt darauf an, mit wem er jetzt spricht. Ne? Also ich könnte jetzt einen wildfremden Hotelier wahrscheinlich nicht die Angst nehmen, aber jemand, der ihm nahe steht, schon. Aber ich könnte ihn vielleicht inspirieren. Und also auch, dass man keine Angst mehr hat vor den vielen Misserfolgen. Wir feiern ja schon seit Jahren zum Beispiel auch den Fehler des Quartals und stoßen mit Champagner an. Ne? Einfach, dass man nicht immer so viel Angst hat, dass Dinge floppen. Es ist viel schlimmer, wenn man sie nicht ausprobiert. Weil Leben ist ja, dieses pulsierende Leben ist ja wie ein Puls. Ne? Es geht auf und ab. Und das zu akzeptieren auch, dass es diese Downs gibt und zu wissen, hey, wir haben auch die Kraft, wieder hochzukommen. Und ihr arbeitet ja auch viel mit Gerald Hüther zusammen. Der hat in irgendeinem Podcast, ich kann euch gar nicht mal sagen, welcher, so in der Art gesagt, das Beste, was einem passieren kann, sind eigentlich nonstop Probleme, die man gerade noch lösen kann, ne? weil dann bleibt das Hirn aktiv und dann bist du in Action. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn es nur smooth läuft. Und dazu gibt es ja auch viele schlaue Sprüche. Und da hat er schon recht, ne? Es braucht auch das. Und ich glaube, dieses, wenn man inspiriert ist, ist es schon mal der erste Schritt. Und wenn er dann weitergeht, vielleicht Gespräche sucht, vielleicht Unternehmen sucht, die das auch machen. Manchmal ist es auch spannend, in anderen Branchen zu gucken, weil immer nur im eigenen Saft zu schwimmen, ist auch manchmal nicht so einfach. Und dann ja, sich mit kleinen Dingen einfach mal anfangen traut. Also, ich finde, Nicole, das Branchenübergreifende, bei uns gibt es das Schwarzressort. Katharina Birktl, die hat einmal, das ist auch so eine bescheidene, geerdete, einfache Familie, sehr klar ausgerichtet, 5-Sterne-Hotel, ein größeres mit Golfplatz etc. Und die hat auch gesagt, sie lernen von anderen Branchen, nicht vom Tourismus. Das ist ganz interessant, diese unterschiedlichen Perspektiven, die ganz was anderes machen. Ein Punkt wird ich, oder eine Frage vielmehr, was du im Buch auch schreibst, die Geschäftswelt neu zu erfinden. Aber wie könnte die aussehen, so ein Bild in ein paar Jahren? Wo soll es hingehen? Was heißt neu erfinden? Also im Moment sehe ich die Geschäftswelt noch sehr klassisch. Die Idee von Konkurrenz beispielsweise,
die Idee auch von Geheimnissen bewahren, seine Kunden binden, seine Mitarbeiter binden. Ey, wenn mich einer binden will, bin ich sofort weg. Ne? Es ist, also das ist einfach nicht schön. Und lieber dahin, dass man eben sich gegenseitig inspiriert, Transparenz zu leben. Wir leben auch im Haus totale Transparenz. Jeden Tag sieht jeder alle Umsätze, erkennt alle Kosten. Gut, die Kosten jetzt nicht täglich, weil sonst wären wir ja in der Bürokratie hoch 18. Die Kosten dann monatlich, aber die Umsätze täglich mit der Hochrechnung. Also ich, für mich sieht sowohl das Unternehmen der Zukunft als auch die Wirtschaft der Zukunft so aus, dass man einfach offen miteinander umgeht und ja, und nicht so viel Angst hat vor Konkurrenz oder dass einer was kopieren könnte. Was soll denn schon kopiert werden? Jeder ist ja sowieso individuell. Jeder Mensch, jedes Unternehmen kannst du doch gar nicht kopieren. Also ich habe da diese Sorge, trage ich nicht. Und aber ich spüre das von vielen anderen. Ich habe es auch gemerkt, wir bewerben uns ja mal wieder auch beim Ludwig-Erhard-Preis. Das ist so ein Qualitätspreis in Deutschland. Da brauchst du auch Benchmark-Daten. Es ist nicht so einfach, an Benchmark-Daten zu kommen. Außerhalb der Branche wesentlich einfacher als innerhalb der Branche. Und daran ist es mir auch aufgefallen. Also es wäre doch schön zu sagen, hey, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken und vielleicht habe ich eine Stärke, wo du noch eine Schwäche hast und kann ein bisschen was dazu liefern, ja, dass du mal was ausprobierst, vielleicht klappt es nicht. Mhm. Und ja, was mir eben so wichtig ist und in der heutigen Wirtschaft, wovon noch viel gesprochen wird, ist dieser Begriff Human Resources. Ne? Das finde ich ja letztendlich das größte Unwort, die Humanressource, der Mensch. Wie viel ist der arbeitende Mensch wert? Ne? So viel wie ein Goldnugget oder doch nur Silber, Bronze oder, ja, oder Blech. Alles kommt auf die Goldwaage, wird gemessen, verglichen. Ist schlechter oder besser, ist richtig oder falsch. Ne? Und dann landet es in der Schublade. Das ist auch so diese alte Welt. Und ich möchte lieber verglichen werden mit einem Stern, weil Sternen, Human Stars quasi, so bin ich auf diesen Begriff gekommen. Sterne haben halt echte Strahlkraft, die machen ihr Ding und tragen trotzdem zum Großen und Ganzen bei. Das ist keine Ressource wie Gold, Öl oder Geld. Es ist ein echter Schatz, das ist der Unterschied. Und einer, den du nicht besitzen kannst, der niemandem gehört, einer, der tut, was er kann, weil er es liebt, ne? Und damit ist dann auch jeder glücklich und zufrieden. Aber klar, jeder Stern ist auch irgendwann verglüht. Aber ich glaube, er hat mehr Spuren hinterlassen als ein Goldnugget. Und dann noch eine Idee, die bei den Human Stars so schön ist. Man muss nicht um Sterne kämpfen. Keiner ist besser oder schlechter. Sie sind eben unterschiedlich. Und kennt ihr das, mit Sternen bildet man doch auch Formationen. Also du hast die Jungfrau, der große Bär, ne? Vielleicht auch die Formation des Unternehmens der Zukunft. Wir bilden gedanklich mit unseren Human Stars die Formation des großen Herzen. Und wir sind quasi die Sterne, das Herz, und die Gäste sind der große Himmel. Also sie sind nicht nur im Mittelpunkt, sondern sie durchdringen uns, sind oben, unten, rechts, links, hinten, vorne. Und das ist auch so ein schönes Bild, dass jeder eben den Kontakt zu den Gästen hat. Und die Form ist schon da. Man muss da nichts in Form gießen, finde ich. Perfekt vom ersten Moment. Und je weniger von den Human Stars abgeschliffen wird, desto mehr Strahlkraft bleibt, finde ich persönlich. Keine Schublade ist die richtige. Man ist einfach outstanding. Mhm. Und das ist auch noch so eine Sache, die Menschen verändern sich ja auch. Früher haben die Menschen das akzeptiert, als Human Resources gesehen zu werden und haben halt ihre Arbeit verrichtet, wie die Zinssoldaten. Aber heute sehen sich die Menschen auch nicht mehr als Ressource, ne? Sondern vielleicht lieber als strahlender Stern unter Sternen, der Licht in veraltete Unternehmensprozesse bringt, ja, und der mit diesem lebendigen Licht halt auch Menschen berührt. Und das ist ja sowieso in unserer Branche was wir tagtäglich tun dürfen. Und das finde ich eben auch so schön an diesem Bild der Human Stars. Mhm.
Das ist ja, glaube ich, eine ganz schöne Verbindung, dass man sagen, wie baut sich Wirtschaft auf, wie wird Wirtschaft gemessen? Also diese wissenschaftliche Lehrmeinung sagt ja, wenn du gute Bilanz hast, wenn das Monetäre stimmt, warst du erfolgreich. Warst du aber auch menschlich erfolgreich. Und was wir merken mit der Ökonomie der Menschlichkeit, und ich habe dir bewusst auch gar nichts übermittelt dazu, was wir da machen, was der Hintergrund ist, weil ich glaube, der Moment so interessant ist. Aber was wir merken, ist, dass zwar das Rationale, das Bisherige, die Kontrolle, das Planende nicht mehr funktioniert, aber dieses Loslassen dieser Glaubenssätze über viele Jahre, Jahrzehnte eine echte Challenge, Herausforderung ist, in das Fühlende zu gehen. Weil wir haben gesagt, okay, eine Bilanz für Wirtschaftlichkeit, die brauchst du, desto besser die ist, desto toller, weil du freier bist, viel mehr Ressourcen hast und ich glaube, dein Vater Klaus hat ja mal sogar vor 20 Jahren schon gesagt, sucht euch ein Gehalt selbst aus ungefähr. Also gigantische Dinge. Und die Menschlichkeit wird halt von der alten Wirtschaft sehr weggedrückt und gesagt, ja, das ist nett, schön, aber subjektiv. Und wir haben dann gesagt, naja, wäre es schaffbar, eine Bilanz zu machen für Menschlichkeit? Haben uns auf der Suche gemacht mit dem Glücksindex, Bhutan etc. und haben die Freude gefunden, weil Gerald hat gesagt, wenn es euch gelingt, ein gemeinsam verbindendes Anliegen zu schaffen von allen, hinter dem alle stehen können, dann kann richtig was Großes entstehen. Und er hat 2017 schon gesehen, Österreich, Deutschland, vielleicht Europa. Also das war ein beseelter Raum damals. Wir wissen nicht warum, aber das ist das Schöne dann. Es ist einfach was da, was so nähert. Wir haben von Freunden gesprochen und haben Gerald Hütter erst kennengelernt. Und er hat gesagt, Freunde, also es war richtig schön, so eine 200-Leute-Veranstaltung oder so. Aber auf alle Fälle ist das die Freude. Und jetzt, Nicole, sehen wir an einem Punkt ganz, ganz klar, was für großer Schritt das ist, weil es gibt viele Nachhaltigkeitsdinge, Levels, die natürlich Sinn machen in gewisser Weise, aber es geht immer um die Hardware und wir sagen, die Menschlichkeit ist ein offener Raum, da geht es nicht mehr um die Bewertung, da geht es um das Fühlen, um das Einlassen, um den gemeinsamen Prozess voneinander zu lernen. Und der Freudestatus, den wir erheben, also da haben wir relativ hohen Aufwand betrieben über Uni Innsbruck und humane Arbeit, okay. Das sind gut 20 Fragen, wo man die Freude in eine Größe bringt. Da seid ihr ja voll drinnen, ihr macht ja die viele, viele Dinge schon, die noch sogar noch weitergehen. Aber wir sehen, dass die Unternehmen einen gewissen, ich sage mal, Bammel haben, eine gewisse Angst haben, diesen Freudestatus zu erheben, weil sie nicht wissen, was kommt raus. Wobei das voll intern ist, nur die Geschäftsführung, anonym, nicht einmal mir kriegen, den wollen den auch gar nicht. Also richtiger Parameter, wo wir sagen, wie können wir, wo ich Gerald Hütter immer sagen, wir können wachsen, natürlich, wir können massiv wachsen, aber nicht mit mehr Geld, Einwohnern oder so, sondern in der Menschlichkeit. Und das ist für uns eben das Parameter auch, dass das noch echt ein ganz ein neuer Schritt ist. Hast du da was Ermutigendes oder wie würdest du die Situation sehen, eben diese zweite Bilanz in dem Sinn wirklich mit Freude zu erstellen? Ja, also ich finde es spannend. Die Freude ist ja auch mein wichtigster Wert persönlich. Und ich glaube auch viele in unserer Branche, ich kenne das ja auch von mir, haben einfach auch eine sehr schwere Zeit hinter sich. Und manchmal ja, wir sind ja auch immer noch in einer schweren Zeit, ne? Wenn ich mir das anschaue vor 20 Jahren, das war einfach viel leichter, einfach weil alles war besser planbar, du wusstest genau eigentlich, was im nächsten Jahr passiert, du konntest ernsthaft Projekte angehen, jetzt kann dir alle 5 Minuten wieder was auf die Füße fallen und wenn du dann gleich so direkt mit der Freude kommst und die sind gerade einfach auch echt in einem Frust, dann ist es vielleicht schwieriger, ne? Vielleicht würde ich dann so anfangen, dass man sagt, okay, wo der größte Frust ist, ist irgendwann auch ein Peak erreicht und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und so langsam in diese andere Richtung zu führen, weißt du? Weil wenn du voll gleich reingehst und der andere ist voll auf der anderen Seite, dann ist es vielleicht einfach auch schwierig. Mhm. Aber ich finde auch, die Freude ist ganz, ganz wichtig. Aber man darf auch bei all dem nicht vergessen, es braucht auch die Disziplin, ne? Also in einem Unternehmen kann nicht nur jeder sagen, oh, mir ist heute nach, weiß ich nicht, es müssen auch Servietten gefaltet werden, Besteck poliert werden und so weiter. Und das ist auch was, was in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen untergeht, dieses Wissen, dass du auch die Disziplin brauchst. Ne? Es ist
Also ich war zum Beispiel früher, als ich noch eine gute Figur hatte, also als Kind quasi und dann bis Jugendliche, Balletttänzerin. Und das klassische Ballett ist ja was, was unheimlich viel Freude macht und gleichzeitig ist die Disziplin dahinter. Wenn du auf der Bühne stehst, spürst du nicht, dass deine Zehen bluten und du hast trotzdem größte Freude dabei. Ne? Aber jetzt finde ich, ist so, ja, fast so ein bisschen der Drang da, immer nur zu lächeln, ohne dass die Zehen bluten. Aber du kommst nicht weiter, wenn die irgendwann bluten die Zehen, sonst kommst du nicht weiter. Und das ist halt auch was. Und dann aber vielleicht den Unternehmen zu schaffen, immer wieder diesen Turnaround hin zur Freude. Wir haben auch so Freudeabende, wo es um Wissenstransfer geht. Wo okay. Unternehmer berichten, wie geht's mir damit, gemeinsames Anliegen auch im Team. Weil das Interessante ist ja, der Konflikt ist ja im rationalen Bereich. Und wenn ich in einem Gefühl in der Freude bin, das kann kein Konflikt sein. Also immer wieder auch gegenseitig daran zu erinnern. Und da hat die Barbara auch schon einige Ideen in der Hotellerie, was wir da in dem Sinn machen können, auch wirklich den Gast zu inspirieren, dass er von der Person eben in die Menschlichkeit, in die Berührtheit, in das Fühlen in dem Sinn kommt. Und was mir da noch kommt, Nicole, euer Wofür? Das hat mich auch so berührt. Und ich glaube, das Wofür, wenn das groß ist, hat auch viel damit Disziplin zu tun. Wir bringen die Menschen zum Strahlen, damit die Welt heller wird. Also das ist ja, was ich kann jedem empfehlen, diese 2 Minuten anzuschauen. Ich will sie jetzt nicht einblenden, aber Schindlerhof eingeben, YouTube, dann hat man gleich mal 2 Minuten Schindlerhof, glaube ich, heißt. Ja. Ja, und wir haben das auch im Team erarbeitet. Also wir haben nicht einfach mit einer Marketingagentur oder was uns hingesetzt mit fremden Leuten und haben daran gearbeitet, sondern im Team. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben bei dieser Projektarbeit war, welche Geschichten machen uns eigentlich aus? Und es war eine gemischte Projektgruppe, Azubis, Profis, Teamleader, Family, also ganz gemischt. Und jeder hat so erzählt, was für Geschichten hat er im Kopf. Der eine hat erzählt, Mensch, er war in der Bar, ist einer gekommen, der war ganz traurig und dann hat er ihn aufgestellt und es hat ihm selber mit Kraft gegeben. Der nächste hat erzählt, hey, die in der Tagung, die haben von ihrer IT die Technik eingepackt gekriegt und haben sie nicht zum Laufen gekriegt, weil die haben irgendeinen Teil vergessen. Und dann habe ich bei uns aber genau das Teil gefunden, was die brauchen. Die dürfen aber nur mit ihrer eigenen IT dann da online gehen. Große Firmen müssen ja aufpassen. Und das war ein Ding, dass dann die Technik funktioniert hat und die ihre Tagung machen konnten. Und. Also wirklich, wir haben stundenlang nur Geschichten gesammelt. Und dann im nächsten Moment, also beim nächsten Meeting, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Geschichten gesammelt. Welchen Beitrag leisten wir eigentlich damit? Ne? Also was ist denn der Beitrag? Und dann in der zweiten Instanz, welche Wirkung hat das? Und diesen Beitrag und die Wirkung haben wir zusammengebracht. Und das ist, wir lassen Menschen strahlen, damit die Welt heller wird. Und da haben wir auch diskutiert. Erst hatten wir, damit die Welt besser wird. Dann habe ich gesagt, hey, nee, besser, schlechter, ey, das ist schon wieder so nervig. Gut, heller, dunkler könnte man jetzt auch sagen. Aber hell hat schon, finde ich, eher sowas nicht Wertendes. Ne? Wenn du so ein bisschen ins Licht gehst, das ist einfach was, wo du aufatmen kannst. Und so sind wir dann da drauf gekommen. Und es war wirklich, als wir diesen Satz hatten in der Projektgruppe. Und wir waren übrigens im gleichen Tagungsraum, in dem wir jetzt hier sind, in Hochform mit Blick auf den Japanischen Garten. Und da waren wir auch in Hochform, haben uns gleich eine Flasche Champagner geholt und haben auf diesen Satz angestoßen, haben ihn dann im ganzen Team kommuniziert, alle waren begeistert und dann haben wir ihn eben in die Spielkultur gebracht. Unsere Unternehmenskultur heißt auch bewusst Spielkultur, weil also Schiller hat schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz richtig so hinbringe, aber der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt und er spielt nur da, wo er im wahren Sinne des Wortes Mensch ist. Und dass man eben eher einen Abenteuerspielplatz für Erwachsene hat als Unternehmen, als so ein langweiliges schwarz-weiß Gebäude, wo du arbeitest und ja. Und dann haben wir da eine Party gemacht. Feiern ist auch immer wichtig. Und dann haben wir den Satz eben in die Welt gebracht. Und du hast da gesagt, Nicole, es war harte Arbeit. Und wenn du das jetzt schilderst, ist es auch so. Das ist ein intensiver, tiefer Prozess. Und ich glaube, desto kürzer ein Satz wird oder
etwas wird, desto herausfordernder ist es, das hinzubringen. Und das Spiel, das Zitat Schiller, finde ich auch genial, denn Arbeit muss ernst sein und darf nicht spielerisch. Also aus uns wurde das Fühlende, diese Leichtigkeit genommen. Und die Freude hat ja auch ein Kind lacht. Warum schauen wir denn in so einen Kinderwagen? Weil die Kinder einfach noch so sind, wie sie sind. Ja. Und da kann uns was gelingen. Und wir sind sehr, sehr positiv, dass wir den Wandel jetzt schaffen, weil uns die Zeit einfach einlädt und das eine ganz große Chance ist. Raum. Raum ist wirklich der Punkt, da wo wir uns noch was überlegen dürfen. Wirklich eine ganz tolle Hotelierin, ich glaube, ich kann den Namen eh sagen, Maria Hauser vom Stangl wird bei uns sehr bekannt, tolle Frau, aber sie hat einfach null Raum, die haben ja 300 oder 400 Mitarbeiter, eigene Alm und ganz, ganz toll, der Bauernhof im Zentrum, sie möchte, kann aber irgendwie nicht und ich denke mir, ganz ehrlich gesagt, es wird nicht besser in der Zukunft. Ich glaube, es wird noch besser, wenn man wirklich irgendwas anders macht, weil ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr war es ähnlich wie jetzt. Überhaupt nicht wertend, sondern rein als Beobachter. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mehr delegieren oder was immer so ein Prozess noch einmal sein könnte, der die Chefs mehr freispielt, dass sie Raum haben, oder bei uns der Josef Zotter, auch ein sehr bekannter Chocolatier, der ist genial, aber null Zeit, den bombardieren sie links, rechts und da ist einfach sehr, sehr intensiv. Und das ist so mein Wunsch an das Christkind und für nächstes Jahr, dass man da mehr Raum, ich merke auch bei dir, Nicole, du hast da ganz viele Dinge zu tun, aber die Präsenz, auch die Kommunikation in den Mails, weißt, völlig, völlig, völlig einfach. Und dieses Einfache, und wenn man da nur sagt, und das macht mich teilweise ein bisschen traurig, wo Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, sagen, was möchte ich. Ich habe mein Mikrokosmos funktioniert, mein Geschäft funktioniert, die Bilanz ist gut, menschlich, ich habe kaum eine Mitarbeiterherausforderung, aber ich glaube, jetzt geht es um die gesellschaftliche Verantwortung, dass wir diese einzelnen Leuchtsterne, die Unternehmer, dass die eine gemeinsame Wirkkraft in die Gesellschaft schaffen, damit man einfach gemeinsam wächst, an die Zukunft glaubt, Kinder wieder ermutigt werden. Und das, glaube ich, ist jetzt der Zeitgeist und nicht, dass einer einzelner Unternehmer erfolgreich ist meine Wahrnehmung. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Mir geht es genauso. Also ich finde auch das schön, dass man sich da ja auch geteiltes Leid ist halbes Leid. ich hab immer auch das Gefühl, aber dass zu wenig Instrumente der Reflexion da sind. Weißt du, weil wenn du in dem Hamsterrad drin bist, dann bist du da drin und dann haut's dich vielleicht erst raus, wenn du in einer Art Burnout oder was bist oder in einem Fuck-Off. Ich meine, ich kenne den Zustand von Burnout nicht, aber ich kenne den Zustand von Fuck-Off. Wenn man sich zwingt, liebevoll selber immer wieder auch sich selber zu reflektieren, das Unternehmen zu reflektieren, im Team zu reflektieren. Und dann habe ich ja auch oft festgestellt, oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Zeit. Und immer wieder kommt dieser Punkt und dann zwinge ich mir halt wieder selber ein bisschen mehr Zeit, dass ich wieder aufatmen kann auch und dann wieder was Kreatives kommt. Aber auch bei mir ist das ein Kampf letztendlich. Aber wenn man nicht hinschaut, ne, wenn man nicht reflektiert, dann ist man in einem Hamsterrad und dann, ja, wo geht es dann hin? Dann drehst du dich ja nur noch im Kreis. Und wir haben sehr, sehr viele Instrumente der Reflexion ins Leben gerufen, auch im Schindlauf. Nur ein Beispiel. Jeder Leistungsbereich macht einmal am Tag sein Tune. Also Tune besteht aus 4 Buchstaben, T-U-N-E, ne? T steht für Touched by the Schindlauf Spirit, also haben wir heute Menschen zum Strahlen gebracht, damit die Welt heller wird, haben wir unsere Werte gelebt, die uns wichtig sind und so weiter. U steht für Use of Quality Standards, ne? Also du brauchst auch gewisse Qualitätsstandards, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Also nur Ringelpiez mit anfassen, da kannst du ja nicht erfolgreich sein. Und wir haben sehr, sehr viel in Sachen Qualitätsmanagement, und Qualitätsmanagement kommt auch ein bisschen von Qual, aber das ist wichtig, also deine Standards. N steht für Natural Wellbeing von uns und von unseren Gästen. Wenn es uns gut geht, dann
berühren wir die? Wenn es uns nicht gut geht, gelingt es uns nicht, sie zu berühren. Und das mal zu analysieren, hey, haben wir eigentlich heute einen guten Tag gehabt? Und E ist nicht Euro, sondern eben die Energie, die dahinter steht. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel eine Teestation vorstellst in einem Hotel bei der Kaffeepause, dann kann die da komplett stehen, aber hingerotzt sein. Und die kann da so stehen, dass du als Kaffeetrinker sogar Lust hast, dir einen Tee zu machen. Und das ist eben so die Energie, egal was du nimmst, ne? Wenn du mit jemandem sprichst, spürst du, ist er mit 100% seiner Energie dabei oder ist er halb in den Mails oder halb irgendwo anders? Egal was du machst, du kannst die Energie sehen und da auch die Leute zu sensibilisieren. Da kann dann auch ein Teamleader mal sagen zu einem Azubi im Restaurant, hey Süßer, da hast du auf dein Handy geguckt, ganz ehrlich, da hatten wir den Laden voll, da ist dafür keine Zeit. Jetzt kannst du dann gleich auf dein Handy schauen. Ne? Also sowas dann immer jeden Tag zu diskutieren. Und dann kommst du einfach weiter, wenn du über die Dinge sprichst. Und ich denke, es ist wichtig, auch jeden Tag über die Unternehmenskultur zu sprechen. Weil wenn du sie nur einmal schön formulierst und dann an die Wand hängst und vielleicht auch alle paar Jahre überarbeitest, aber du musst es ja zum Leben erwecken, ne? Also vom Kopf in die Herzen bringen. Und das kannst du nur, indem du über Dinge sprichst, indem sie Thema sind, und das am besten tagtäglich. Das kam auch bei den, wir haben ja uns dieses Jahr wieder beim Ludwig-Erhard-Preis beworben, bei diesem Qualitätspreis. Da hatten wir 6 Assessoren eine Woche im Haus, die uns komplett auf den Kopf gestellt haben. Und davon waren die begeistert, ne? Also wie wir diese Unternehmenskultur leben. Und jeder weiß, wir wollen Menschen zum Strahlen bringen. Und uns selber ja auch. Und davon, wenn das Qualitätsmanagement auch davon inspiriert ist, dann gehen deine ganzen Verfahrensbeschreibungen leichter. Aber du musst ja gar nicht erklären, warum wir das machen. So, aber ja, und sie dann auch gemeinsam immer mal wieder über den Haufen zu schmeißen und oder was Neues auf die Checkliste zu setzen, damit ein gewisser Fehler nicht mehr passieren kann. Letzte Woche hat einer die Kerze nachts angelassen, hat er vergessen, wir haben im Moment überall Kerzen, eine Kerze hat er vergessen an der Rezeption, die hat er einfach nicht gesehen. Jetzt haben wir halt dann auf die Checkliste noch gesetzt und alle Kerzen ausmachen, damit du wirklich nochmal guckst, hey, haben wir alle erwischt, ne? Und dann ist das Qualitätsmanagement wie so eine Art doppelter Boden, wie ein Fangnetz. Und dann hat er wieder die Angst verloren, irgendwas vergessen zu können. Und so ist das spielt schon ineinander. Also die Freude, die Lust und die Disziplin gehören irgendwo ein Stück weit zusammen. Und Instrumente der Reflexion, da komme ich wieder drauf zurück, auf deine Frage, ist, finde ich, was man in den Unternehmen viel mehr installieren sollte, um einfach weiterzukommen. Sonst wirst du ja nur älter. So wie du dich selber ja auch anschauen solltest, wo will ich eigentlich hin, was will ich nächstes Jahr erreichen, was will ich in den nächsten 7 Jahren erreichen. So muss man es fürs Unternehmen ja auch machen. Und das ist, finde ich, ein schöner Weg mit dem Tune. Man muss aber auch aufpassen, dass das nicht zu lang dauert, ne? Weil wenn du jetzt dann da um 23 Uhr noch mit deinem Feierabenddrink zusammensitzt und das machst und es dauert dann auch noch eine Stunde, das ist zu lang. Es muss in 5 bis spätestens 10 Minuten fertig sein. Ja, Nicole, du sprichst mir da aus der Seele, gerade wie du das auch gesagt hast, mit dem Hamsterrad. Weil ich habe ja auch immer Empathie für die Chefetäten. Also ich bin ja quasi so zur Mittelstellung, ich war selber selbstständig, war Mitarbeiterin in verschiedensten Betrieben. Und ich sehe das halt so, dass der Mensch an sich, wenn er was immer macht, in diesem Hamsterrad ist. Ich vergleiche das immer, du bist ein Künstler, der vor deiner Leinwand sitzt und du malst dein ganzes Leben dieses Bild. Und wenn du dir nie Zeit nimmst, einmal aufzustehen und den Raum zu verlassen, dann wärst du einfach immer nur an dem Bild malen und der 3 Meter hinter dir steht, der ist ja nicht gescheiter. Aber der sieht es von einer anderen Perspektive. Mhm. Und ich glaube, der Moment, wo du aus dem Hamsterrad fliegst, ist dann der, wo du mal wieder mit einer Entfernung hinschaust. Mhm. Für mich wäre es schön, wenn man Menschen dazu bewegen könnte, dass sie mehr aufstehen,
das Fenster aufmachen, rausgehen, durchatmen und dann ihr Bild anschauen und dann sagen, öha, hast ja recht, ich weiß, das ist jetzt wirklich, könnte vielleicht ein bisschen, und dann bist du in der Reflexion. Ja? Und ich glaube, da gibt es auch dieses schöne Zitat von Abraham Lincoln: Hätte ich 8 Stunden Zeit, einen Baum zu fällen, würde ich 6 Stunden die Axt schärfen. Ich glaube, das übersehen ganz viele Leute. Die sind nur so in diesem Arbeiten drin, ich muss shoppen, ich muss machen, ich muss da. Und sind irgendwo in der Brunnen, der völlig, völlig geleert ist, weil sie auf sich selber nicht achten. Gell? Weil bei uns immer noch dieses auf sich selbst achten mit Egoismus verwechselt wird. Ja, und Egoismus ist ja eigentlich mit Erbung. Egoismus hinterlässt Schutt, Asche und Staub. Ja. Die Selbstliebe, wo du dich selbst fühlst und so übergehst, dass du jeden quasi dann nimm aus meinem Brunnen, ich bin so voll, ja, das ist ja ganz was anderes. Mhm. Ja. Und das versuche ich dann wirklich die Leute mitzugeben und vielleicht so in so Einzelsettings oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, man muss wirklich mit der Chefität beginnen. Ja, man muss mit sich selbst anfangen, ne? Das ist klar. Ja, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und eins der schön, weil du auch das so, mir kam jetzt gerade eine Idee, eins der besten Seminare, die ich mal gemacht habe, war so ein Achtsamkeitstraining. Und da lernst du ja aus dem Hamsterrad bewusst rauszugehen. Da gibt's dann Techniken, wie du einfach nur, auch wenn du nur eine Minute Zeit hast, mit ein bisschen Atem dich wieder erdest und dich wieder. Und das war lustig, ich mache ja jedes Jahr übrigens ein was zum ersten Mal. Also damals war ich in einem Kirchenvorstand, die haben mich dann auch noch gewählt, das hat dann 6 Jahre angehalten, aber ich habe dann trotzdem jedes Jahr noch was anderes gemacht. Aber es war auch mal interessant, in der Kirche lernt man, was für Rituale eine Rolle spielen. Das kann man auch schön ins Unternehmen bringen. Ich bin nicht mehr in der Kirchenvorstand, aber das war toll, weil da hat mir der Organist den Tipp gegeben, ein Seminar zu machen, und zwar dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, ein Zungenbrecher. Und lustigerweise gibt es in Nürnberg sogar eine Frau, die hat bei dem Typen gelernt, der das erfunden hat, Jon Kabat-Zinn aus den USA, eigentlich erfunden für schwer krebskranke Menschen, die irgendwann mit ihren Schmerzen leben müssen. Die können sich ja nicht nur mit Morphium vollpumpen. Und dann haben sie festgestellt, dass das auch toll ist für Menschen, die Stress haben. Und so kennt ihr das, MBSR? Sagt euch das was? Also das ist total interessant und das ist im Prinzip ein 8-Wochen-Kurs, gibt es auf der ganzen Welt. Müsst mal gucken, in Salzburger Land bestimmt auch. Und das habe ich habe das ja 2-mal gemacht und dann habe ich es hier im Schindlerhof 2-mal noch den Mitarbeitern angeboten und da auch noch mitgemacht. Und also nicht 8 Wochen komplett, sondern einmal die Woche 1 oder 1,5 Stunden dann sich zu treffen, immer wieder neuer Input, auch so ein bisschen Meditation, aber nicht mit religiösen Hintergrund, sondern einfach, um sich selber zur Ruhe zu bringen. Und dann ist das Ergebnis, dass du dich selber beobachtest. Wenn ich früher traurig wurde oder explodiert bin, ne, dann bin ich plötzlich explodiert. Und jetzt merke ich schon, oh, mein Beobachtervögelchen sagt mir, interessant, eine gewisse Wut kommt auf. Und dann kannst du quasi den Raum zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen besser jonglieren. Und der wird auch immer länger, dieser Raum. Es ist wirklich interessant zu beobachten. Und da habe ich sehr intensiv an mir gearbeitet. Also ich bin nicht der Typ, der wütend geworden ist oder eher selten. Ich bin eher der Typ, der dann still traurig geworden ist. Aber dann zu sagen, oh, interessant, diese Traurigkeit kommt auf. Und dann eben bewusst sofort gegenzusteuern und zu sagen, nee, das lasse ich jetzt aber nicht zu. Und dann gibt es für jeden individuell, ne, muss man selber ausprobieren. Da kann man auch kein Buch drüber lesen. Deswegen, das muss man mal eine ganze Zeit lang machen und dann sich verfeinern. Und da bin ich immer dran geblieben und das ist wirklich was Tolles. Und ja, mit diesen Beobachtervögelchen durch die Gegend zu laufen. Und das merkt bei mir auch immer, oh, jetzt bist du im Hamsterrad, jetzt bist du pissig. Ja, aber das ist schon mal der erste Schritt zu merken, okay, ich bin grundpissig gerade. Ja, genau. Vielleicht fällt mir was ein, dass ich die Pissigkeit ein Stück weit ablegen kann. Ja. Manchmal fällt mir nichts ein. Man muss ja auch ehrlich sein. Den heiligen Schein habe ich noch nicht gepachtet. Aber also so dazu, die Arbeit an sich selber ist sehr wichtig, denke ich. Dazu muss man auch den Mut haben, seine Maske abzulegen und sich so zu zeigen, wie man ist. Auch gegenüber anderen. Ja, und dann wird es spannend.
Wobei ich glaube, dass das der Punkt ist, wo du andere Menschen berühren kannst. Wenn du dich selbst, also da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, und ich glaube, das ist auch diese Quintessenz, dass du einfach hingehst und sagst, ich verstehe dich, und die auch mit deiner Verletzlichkeit sagst. Gell? Und dem anderen sagt, du darfst gerade sein, wie du bist. Gell? Ich verstecke mich nicht vor dir. Und wäre schön, wenn du das auch schaffst, weil dann ist er das, dann dürfen wir ja sein. Dann sind wir ja diese Schmetterlinge, wo wir zuerst gesagt haben, und nicht immer der mit den gestutzten Flügeln, weil du musst ja funktionieren, gell? Weil das tut mir ja so nicht und das ist ja eine komische Idee. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man mit diesem Beispiel vorausgeht, um andere zu inspirieren. Ja. Darf ich da noch was sagen, Nicole, dazu? Ja. Ich glaube, das ist unsere grundsätzliche Hausaufgabe. Menschlichkeit heißt ja, sich zeigen mit der Verletzlichkeit, mit Gefühlen. Und das ist eine Riesenbefreiung. Und wir haben sehr große Unterschiede. Ich treffe Unternehmer, mit denen spreche ich 5 oder 10 Minuten und sage, genau das braucht es. Die Ökonomie der Menschlichkeit, das ist es. Ich lebe da schon, die Kerke genährt, gestärkt. Und mit anderen rede ich eine Stunde. Und dann sagt er, um was geht's da jetzt? Und das ist so interessant. Die Menschen, glaube ich, die das sofort den Zugang haben, sind auch gute Selbstreflektierer, Beobachter, die das eher aus einer Beobachterwarte sehen. Und da kommt mir jetzt ein Punkt dazu. Kennst du den Menani Verlag, den Buchverlag? Sagt dir der was? Nee, sagt mir jetzt im Moment nichts. Ich habe da einmal einige Hotels auch empfohlen oder vermittelt. Ja, zeig nochmal, ich sehe ja nichts. Okay. Kopf ins Herz. Okay, muss mir gleich mal aufschreiben. Das ist jetzt ein Buch davon, da gibt es mehrere. Und die legen am Zimmer auf, sie stellen kostenlos zur Verfügung. Und wenn das Buch berührt, wird es an der Rezeption einfach gekauft. Und ich sehe da ein Riesenpotenzial insofern. Das sind alles Autoren, der Franz Bühler, Gisela Rieger, Heike Holz. Ich kenne die alle nicht, aber die schreiben richtig schöne, ganz kurze Geschichten. Und das ist auch einer der Schlüssel, dass du in der Stille gedeihen, die wirklich großen Dinge, ganz kurze, also in 2 Minuten gelesen. Aber es ist Buchwissen, Nicole. Es ist eben diese, wo man sieht, die Zitate und richtige Weisheiten, absolut. Aber wie fühlst du jetzt ein Buch, und das ist ein Angebot an Menani, wenn es was wird, sonst gibt es einen anderen Verlag, dass man Geschichten aus dem Leben schreiben. Egal, ob es Gesundheit, Beziehung, was immer uns gefordert hat, oder eben wirtschaftlich, und es gibt immer danach, es geht irgendwie immer weiter. Es ist interessant, das Leben unterstützt uns. Und da ist so mein Gefühl oder unser Gefühl im Team, Karl Forcher macht das, begleitet dieses Projekt, dass man dann wirklich eine Emotion auch hat, eine Berührtheit hat, vielleicht sogar weint bei der einen oder anderen Geschichte und sieht, es geht gut aus und ich glaube wieder ans Leben. Siehst du Potenzial für so ein Buch in der Hotellerie auf den Zimmern? Du, klar, ich habe ja fucking Leadership bei uns auf den Zimmern auch ausgelegt. Ne? Das ist ja auch so ähnlich. Das sind ja auch lauter kurze Geschichten. Und manche Leute kommen und sagen, besonders bei der letzten Geschichte haben viele geweint, haben sie gesagt. Geisterstunde zum Mitternacht im Geisterhotel. Und ich finde, das ist immer schön. Wir haben auch, die Zimmermädchen hatten schon vor Jahren bei uns die Idee, Postkarten zu drucken vom Schindlerhof und haben sich Sprüche überlegt. Und dann statt Gummibärchen nur diese Postkarte aufs Kopfkissen zu legen. Wobei, dann haben sich die Gäste beschwert, wo sind eigentlich die Gummibärchen? Und dann haben sie fortan beides hingelegt. Und jetzt ist es irgendeine Bio-Schokolade inzwischen. Aber mit Geschichten zu berühren und gerade bevor du ins Bett gehst, da ist ja auch so der Moment, wo sich auch die Hartgesottenen trauen, ihre Masken mal abzulegen. Und außer sie sind schon komplett verwachsen, aber wo man dann weicher wird auch und wo man empfänglicher wird für schöne Sprüche und für inspirierende Ideen für die Nacht, wovon man träumen kann, finde ich schön. Mhm. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben. Ich gucke mal, dass ich mir das Buch gleich nachher mal bestelle und vielleicht auch hier auslege. Muss mal schauen. Mehrere. Aber unser Ansatz wäre eben, dass das jetzt nicht die Person anspricht, das Rationale, wo du sagst, ja, stimmt absolut, sondern dass man eben den nächsten Schritt in Richtung Menschlichkeit geht. Und da braucht es in meiner Wahrnehmung Geschichten wirklich aus dem Leben. Also meine Kollegin zum Beispiel, die hat eine große gesundheitliche Herausforderung gehabt,
wo man auch zerbrechen könnte daran, also auch optisch. Und die steht aber so im Leben und ist so gewachsen daran und sie wird also Geschichte bringen. Schön. Weil du, also magst ja, das Buch. Du magst das Buch mit den Geschichten wohl? Ja, es ist nur die Herausforderung, gute Geschichten zu finden. Weil trauen sich die Menschen, das zu schreiben? Da geht es überhaupt nicht um die Rolle, um Unternehmen, sondern da geht es um den jeweiligen Menschen, der einfach ermutigt, aus einer ganz herausfordernden Situation geht die Geschichte immer gut aus. Und diese ganz großen Lernschritte sind ja das größte Wachstumspotenzial. Also ich habe einen Unternehmer, der wollte in Konkurs gehen. Ich weiß noch nicht, ob er wollte nicht, aber er hat keine Perspektive mehr gesehen. Und da hätte ich gerne eine Geschichte von ihm, werden wir sehen, ob das gelingt. Aber interessant war, ihm hat noch gesagt, na, red noch mit deinen Mitarbeitern vorher. Und dann hat er die Frage gestellt, ja, welche Potenziale haben wir denn im Unternehmen? Und da sind Dinge zurückgekommen, die wusste er nicht. Und er hat das, ich kann jetzt nicht sagen, um was es geht, weil sonst ist man sehr nah an der Firma. Und der hat die ganze Produktion umgestellt und produziert jetzt ganz anders mit dem Potenzial von Mitarbeitern, die er vorher gar nicht gekannt hat und die es nicht ausgeführt haben. Und das ist ein hochblühendes Unternehmen, ein grundbescheidener Unternehmer. Und das meine ich, die Geschichten. Weil wie oft sitzt man da und weiß nicht mehr weiter. Und dann geht eben was auf, wo es eben rational, das Gleiche zu wiederholen, nicht mehr da ist. Das meine ich damit. Wir haben gesehen, der Menani Verlag, ich weiß jetzt den Namen nicht des Eigentümers, der hat sich ein bisschen schwer, dann da einen Zugang zu finden zu dem, weil er sagt, wir haben eh schon so viele Bücher und das ist auch schön, aber das ist richtig ein neuer Meilenstein und ja, da kann auch was gelingen. Sind eigentlich wie Märchen für Erwachsene, ne? Weil wenn du dir Märchen anschaust, das ist auch immer eine schwer herausfordernde Situation, die immer gut geht. Ne? Ich weiß noch, ich hab meinem Sohn ja, als er ganz klein war, gerne Märchen vorgelesen. Und dann hat eine andere Mutter zu mir gesagt, hey, wie kannst du diese grausamen Märchen erzählen? Ne? Die Hexe wird verbrannt und so weiter. Ne? Ihr kennt ja die verschiedenen Gebrüder Grimm und Co. Aber ich habe gesagt, das ist doch cool. Das ist eine herausfordernde Situation. Geht immer gut aus. Das ist doch schön. Aber da teilen sich die Geister. Mensch liebt ja Geschichten und es gibt da so einen schönen, also ich habe auch so ein Büchlein zu Hause und da steht vorne drinnen, Kindern liest man Geschichten zum Einschlafen vor, Erwachsenen, damit sie auflachen. Ja? Da sind auch genauso schöne Geschichten drinnen, wo man einfach dann wieder ins Nachdenken reflektieren kommt. Ja, und wenn Geschichten nämlich dann auch gut ausgehen, dann ist es was, wenn du das dann liest, dass es dir auch wieder Mut macht, ne? Und die Einstellung kommt, egal was kommt, es wird gut gehen. Und immer Menschen, die einem dann helfen, das ist nämlich das Interessante. Ja, ja. Weil das sind immer diese helfenden Engelchen unterwegs. Ja, oder man hilft sich selbst, Barbara. Das wäre ja auch das Interessante. Wir suchen immer im Außen gewisse Ressourcen und die Potenziale. Also wir, glaube ich, können viel mehr selbst lösen, als oft den Augenschein hat. Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde und ich hätte noch wirklich viele Ideen, Inspiration. Wir haben gestern einen Austausch gehabt in der Schweiz. Andreas Dudascher, genialer Mensch, einige Unternehmen aufgebaut, und sagt, aber das ist nicht mehr meine Geschichte. Und geht jetzt, wollen auch sagen, es braucht eine neue Wirtschaft und die haben auch die Kraft, das Potenzial. Und das war so ein beseelter, so ein angenehmer Raum. Was hinterlasse ich wirklich? Und da kann in der Gemeinschaft was gelingen, das noch zu fühlen, dass wir eine gemeinsame Kraft haben. Das ist noch die große Herausforderung, weil wir es noch nicht kennen. Und die Leute sagen oft, ja, aber was ist es genau? Und wir laden ja zur Co-Kreation ein. Und ich kann nicht sagen, was wird, wenn wir erst kreieren. Also das ist alles ein bisschen eine Geschichte, die sich widerspricht. Aber eine Frage hätte ich noch, Nicole. Ich glaube, für viele, die sich das ansehen, wie geht es euch mit Mitarbeiterfindung, Mitarbeiter im Unternehmen, ja, nicht zu halten, sondern eben so zu berühren, dass sie gern da bleiben. Wie ist das Thema bei euch? Ja, darf ich da noch was, Nicole, darf ich gleich noch was dazufügen zu dem, was der Georg sagt? Ich würde auch gern wissen, wie du Mitarbeiter, was du für die Mitarbeitergespräche führst. Also wie du das machst, ob du das anders machst und ob da vielleicht auch deine Mitarbeiter dann die letzte Instanz haben oder so. Also auch gleich als weiterleitende Frage. Ja, also mit den Mitarbeitern ist es jetzt inzwischen anders als früher, ne? Das wissen wir alle. Und dadurch, dass wir
im Unternehmen auch schon lange an einer starken Arbeitgebermarke gearbeitet haben. Ich weiß noch, im Jahr 2002 habe ich mich zum ersten Mal bei Great Place to Work beworben. Da hat meine Mutter damals gesagt, also die war kurz davor, mich zur Adoption freizugeben, weil sie hat gesagt, glaub, du spinnst. Wir in Great Place to Work, wo du damals ja auch teilweise noch 14 Stunden am Tag auch gearbeitet hast, ja heute schon wieder anders, ne? Aber und wo du Sonntag und Weihnachten arbeitest. Wir haben uns da intensiv damit beschäftigt, uns mit anderen Branchen verglichen und von anderen Branchen gelernt. Und wo wir extrem leicht uns tun, ist, neue Azubis zu finden, weil wir sehr häufig dann die Kinder von Gastronomen und Hoteliers kriegen, einfach weil die bei uns diese Transparenz haben und nicht nur lernen, serviere ich von rechts oder von links, sondern sie sehen die Kosten, sie sehen, wie wir damit im Unternehmen umgehen. Und das ist für die einfach unheimlich wertvoll. Und so haben wir lauter oder ganz viele Azubis. Also wir haben jetzt 9 neue Azubis dieses Jahr, die angefangen haben, und ganz viele, die daheim einen Betrieb haben, manche größer wie unserer. Und das ist cool. Teamleader, also das sind die, also unser Inner Circle, die einzelnen Teams anleiten, die hole ich immer entweder von innen heraus, ne, wenn einer geht, dass der Stellvertreter nachkommt. Oder wenn das nicht möglich wäre, habe ich eine Alumni-App, wo ich mit Ehemaligen in Verbindung stehe und wo ich mit einem Klick an alle Ehemaligen komme. Hat einer Lust, zurück nach Hause zu kommen? Also da kommen dann auch immer viele zurück, wenn so eine Position frei wird. Was deutlich schwieriger geworden ist, muss ich ehrlich sagen, ist, an richtig gute Profis zu kommen. Gerade suche ich beispielsweise jemanden im Bereich, also Chef de Rang, Commis de Rang im Bereich Restaurant. Das ist deutlich schwieriger geworden als früher. Und da bin ich jetzt auch dabei, neue Strategien zu entwickeln. Wie kann ich die finden? Ich habe experimentiert mit Posts auf Social Media. Ich habe aber jetzt auch tatsächlich, ich glaube zum ersten Mal in unserer Geschichte, haben wir auch eine Anzeige auf Rolling Pin gerade laufen. Das ist doch Österreich, meine ich, ne? Also Österreich, Deutschland, Schweiz, die Rolling Pin. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und versuche das jetzt auch, bin am Experimentieren, wie ich da am besten an die Leute komme, die wirklich Lust haben. Weil ich suche ja nicht Leute, die einfach nur einen Job machen wollen, sondern wirklich die Freude haben, die das schon ausstrahlen, diese Freude daran, Menschen zum Strahlen zu bringen, und nicht Leute, die einfach nur ihre Brötchen verdienen wollen. Und wir haben ja den Einstellungsfilter, also wir haben einen 11- oder 12-stufigen Einstellungsfilter, bevor jemand überhaupt fest im Unternehmen aufgenommen wird. Und der wichtigste Einstellungsfilter ist das Schnuppern. Und dann entscheidet das Team, ob wir jemanden nehmen oder nicht. Und das Team hat das beste Gefühl. Und das Team hat jetzt viele nicht genommen. Also es ist nicht so, dass wir keine Bewerber hatten. Aber die haben gesagt, Niki, lieber machen wir es allein, als dass wir da jemanden einstellen, der nicht hundertprozentig zu uns passt. Und das finde ich auch toll. Und um zu deiner Frage zurückzukommen mit den Gesprächen. Also wir haben einmal im Jahr Gespräche, und da gibt es auch einen gewissen Leitfaden dafür. Aber die besten Gespräche sind die, die einfach zwischendurch entstehen. Ne? Das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Einfach mal eine Stunde Zeit zu haben und sich einen Kaffee da zu holen und mal da zu schnacken und beim Teamessen dabei zu sein. Um 17 Uhr ist bei uns zum Beispiel immer Teamessen. Ist auch schön, sich da einfach mal dazu zu setzen, da keinen Termin zu haben. Und das sind eigentlich die wirklich wichtigen Gespräche. Das andere, ich habe mich noch nicht getraut, es abzuschalten. Aber ich finde es ein bisschen albern. Das ist auch so ähnlich, finde ich, wie Kundengespräche, wo man sich dazu zwingt. Es ist ein bisschen so, wie wenn ein Liebhaber hinterher fragt, war ich denn gut? Und du denkst dir, ist der Depp nicht dabei gewesen und hat im Moment Augen und Ohren offen gehabt. Ne? Also eigentlich ist es ein bisschen albern, finde ich. Lieber im Moment Augen und Ohren offen haben und dann zu sehen, geht es einem gerade schlecht oder ist irgendwo Handlungsbedarf, und dann einfach zu reagieren, das ist das Wichtigste. Und dann ist auch schön, wenn man das eine Zeit lang zeigt, dass auch die Menschen dann, die Human Stars, offen sind und wirklich ehrlich mit ihren Problemen zu einem kommen. Weißt du, dass dann
Und dann entsteht eine echte Verbindung. Und wenn eine echte Verbindung entsteht, ist es viel wichtiger als eine Bindung. Die alte Wirtschaft will binden. Ich finde, die neue Wirtschaft muss verbinden mit allen, die mit den Kernprozessen zu tun haben. Nicht nur Mitarbeiter, auch Gäste. Verbindungen oder vielleicht sogar Verbindungen, also F-A-I-R geschrieben, ne? Eine faire Verbindung. Und wenn du eine faire Verbindung hast, jetzt um wieder auf die Mitarbeiter zurückzukommen, dann willst du, dass sie ihr Potenzial entfalten und sich wirklich entwickeln können. Und da gehört auch manchmal dazu, die fränkische Diaspora zu verlassen und vielleicht im Salzburger Land neue Erfahrungen zu sammeln oder wo auch immer. Das heißt, es gehen natürlich Leute, die werden liebevoll verabschiedet. Gestern hatte der Max seinen letzten Tag. Der Max hat bei uns gelernt, war dann Profi, dann war er Stellvertreter, dann war er Teamleader. Er war fast 10 Jahre jetzt im Haus. Und jetzt hat er die Möglichkeit, da nochmal in einem anderen Unternehmen, ja, halt nochmal eine andere Position zu haben. Und wir haben uns gestern ganz liebevoll verabschiedet, haben auch mit den Teamleadern und allen Mitarbeitern Champagner getrunken. Und das ist, diese liebevolle Verabschiedung gehört dann auch dazu, wohl wissend, dass man sich ja meistens 2-mal im Leben sieht, in Verbindung zu bleiben. Und wenn dann bei uns wieder irgendwas frei wird, man weiß es doch nie, dann könnte ich ihn kontaktieren und vielleicht kommt er zurück. Ist sehr, sehr inspirierend. Nicole, mir ist da gerade ein Impuls gekommen. Natürlich wollen Mitarbeiter wieder neue Unternehmen erleben, aber es ist, unser Schritt ist jetzt so, ja, der deutschsprachige Raum Deutschland, Schweiz, Österreich wollen auch im Herbst um den Bodensee gehen und somit rituell, du hast ja Rituale erwähnt, ja, zu öffnen, weil öfter die Frage kommt, ja, ich bin in Deutschland oder Schweiz, kann ich da auch, gibt es auch Ökonomie der Menschlichkeit. Aber was mir da jetzt gekommen ist, ist, wenn es dann so einen Pool von 20, 30, 50 Hoteliers geben würde, die richtig auch so wirkliche Qualität haben und dass man da dann sagt, okay, wenn ein Mitarbeiter wechseln möchte irgendwo hin in ein anderes Land oder so, dass man sagt, ja, macht man das innerhalb von einem gewissen Kreislauf, dass man empfiehlt oder so. Oder es gibt ja schon viel bei Mitarbeiterbörse, kommt oft Menschlichkeit, findet Menschlichkeit, dass man sowas machen sollten. Macht auch durchaus Sinn, aber wir haben noch nicht den Ansatzpunkt. Aber so unter den, ich sage mal, Mitgliedern der Ökonomie der Menschlichkeit zu zirkulieren, ja, also ich habe Hoteliers, ne? Also die Azubis sagen mir ja dann, Mensch, Nicke, ich würde gerne mal zum Beispiel in die Schweiz gehen oder nach Österreich, wen kennst denn du? Der Nicola geht jetzt im März nach Österreich, nicht Lanzerhof, wie heißt es? Das fällt mir nicht ein. Ich schreibe es euch nachher, aber fällt mir jetzt nicht ein, aber das haben wir vermittelt. Ich kenne der Direktor vom Kulm-Hotel in St. Moritz, mit dem war ich zusammen auf der Hotelfachschule, da vermitteln. Also wir machen das schon. Ja. Und dann bleibe ich. Ich habe mal nach St. Moritz gebracht und habe sie abgeliefert für ihre Saison. Wollte eigentlich, dass sie zurückkommt, sie ist nicht zurückgekommen. Das passiert dann halt auch. Man weiß nicht, was passiert und trotzdem bin ich mit ihr liebevoll immer noch in Verbindung. Das ist das Schöne, Nicole, ich spüre, oder ihr seid nur verbunden, weißt du? Das ist wirklich wunderschön und somit wird mir auch klar, wie läuft der Schindlauf. Ich war ja ganz überraschend bei euch, weil ich war in Koblenz oder so, ein Freund überraschend gestorben und da sind wir hingefahren und wir haben genächtigt bei euch vor ein paar Wochen. Und wir waren nur kurz dort am Abend kommen und so, aber es war schon das spürbar, das Feuer auch in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wie heißt das Restaurant bei euch? Unvergesslich. Also es sind so viele kleine Komponenten, wo du einfach merkst, du bist herzlich in dem Sinn willkommen. Das ist ganz, ganz schön. Ach, da freue ich mich. Schön, danke. Und eines noch, Nicole, du warst ja... Es ist witzig, Family Austria. Da gibt es einen ganz einen tollen, ja, Hotelier, der auch voll im Thema ist, sehr klar ist und gesagt hat, genau das bauen wir jetzt auf, weil Österreich möchte ja zur nachhaltigsten Tourismusdestination der Welt werden. Mhm. Das ist ein Masterplan, aber sehr politisch motiviert und Nachhaltigkeit hat auch sehr oft mit Geschäft zu tun. Normen und du entsprichst und das ist schon ein bisschen ein Schuldthema, auch was ich da oder was wir da merken zwischenzeitlich. Aber unser Ansatz wäre ja, gehen wir zur Menschlichkeit.
Da ist ja in dem Sinn viel drinnen. Und was war denn die Motivation von Family Austria, dass du einen Impuls gebracht? Was haben sie dir erwartet? Oder machst du viele so Vorträge? Bist du oft unterwegs? Du, ich bin oft unterwegs. Und das mit Family Austria war deshalb, weil ich hatte einen Vortrag gehalten für Brand Trust. Das ist eine Markenfirma, mit der du lernen kannst, eine Marke aufzubauen und auch eine starke Arbeitgebermarke. Brand Trust sitzt in Wien, in Nürnberg, ich glaube in der Schweiz irgendwo. Also hat mehrere, ist eine wirklich große Marken, also so wie Brandmeier, sag ich mal, ne, dich unterstützt, eine große Marke zu werden, Brand Trust auch. Und da hatte ich einen Impulsvortrag. Und da war irgendjemand von Family Austria dabei, hat mich gehört und mich dann eingeladen, dahin zu kommen. Und dann war ich dort, weiß nicht, ist noch nicht so lang her. Ich glaube, es war im Herbst. War schon der erste Schnee auf dem Berg gelegen. Ja, die Ritter war das. War schön. Das ist eine ganz tolle Frau auch. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Witzig, die Welt ist klein. Ne? Es ist immer wieder schön zu sehen. Ach, das wusste ich gar nicht, dass du die auch kennst. Ja, Family Austria wäre so, das ist eine kleine Gruppe, ich glaube von 30 Hotels, gibt es 20 Jahren. Da hat eben der Sebastian Meierhofer vom Salzburger Hof in Zauchensee die Idee gehabt, naja, was ist, wenn wir als Family Austria über die Ökonomie der Menschlichkeit kommunizieren, weil es eine verbindende Marke ist. Family Austria ist die Identität, dann hat jeder seine eigene Marke, aber die große Verbindung in dem Sinn nach außen war der Ansatz. Haben wir dann aber gemerkt, dass auch gar nicht so leicht geht, dass ein paar Betriebe braucht wieder und so eine ganze Gruppe. Aber das ist eben jetzt genau, das sind diese Folgeschritte, weil was wir nicht machen wollen, das war auch Überlegung, bei uns gibt es so große Einkaufsgenossenschaften, Organisationen, dass man mit sowas, sondern das darf richtig von unten wachsen mit einzelnen Unternehmen und das soll, oder kann kein Marketinginstrument sein, die Ökonomie der Menschlichkeit, sondern da geht es dann schon darum, dass der Lieferant, dass der Gast, dass der Mitarbeiter sagt, naja, wo ist jetzt Menschlichkeit? Man wird schon reflektiert und daran erinnert und somit haben wir entschieden, nein, das darf wirklich in dem Sinn über besondere Unternehmen von unten wachsen und wo wir uns jetzt ganz abschließend gesagt noch etwas verlaufen haben, mit der Ökonomie der Menschlichkeit ist, dass für alle Branchen interessant ist. Die Ladengeschäfte zum Beispiel sind uns so wichtig, weil um ein Produkt zu kaufen oder Dienstleistung, musst du nicht mehr in ein Geschäft gehen, aber die Berührung, die Begegnung, dieser soziale Teil, aber es hat uns nicht weitergebracht und jetzt sind wir eben dabei, Kompetenz im Tourismus aufzubauen. Die Geschichte ist 2 Monate alt und auf einmal ist der Impuls mit Gerald Hütter entstanden. Wir haben tolle Kontakte, wir sind mit dir in Kontakt, die Barbara mit dem Projekt Tourismus und es braucht einfach ja, eine Kompetenz in einem gewissen Bereich und das kann dann wachsen und somit werden wir da eben dranbleiben und das macht große Freude und einige Marken, die für dich ganz selbstverständlich sind, die kenne ich gar nicht. Also das ist noch absolutes Versäumnis, dass da viel Wissen noch gar nicht da ist, aber da sind wir jetzt gerade am Kommunizieren und dann kann es ja sehr schnell gehen, weil ein Kreislauf entsteht und man nähert sich gegenseitig und wir wollen ein gutes Leben, weil was du auch so schön schreibst in dem Buch, da ist ja diese Ausgrenzung, Familie, auch Kinder abgeben. Wie kann es gelingen, dass dieser Kreislauf wird? Familien sind uns ganz, ganz wichtig. Das ist die Basis, das ist die Quelle, die Fundament, das ist die Stärkung. Kochen zum Beispiel, das ist ja unwiederbringliches Kulturgut. Da sind wir einfach auch gefordert zu sagen, wie kann die reale Welt so lohnend werden, dass Kinder nicht in die virtuelle Welt gehen brauchen. Und das ist Aussage vom André Stern, und das ist auch sehr bezeichnend, dass man die realen Begegnungen wieder schafft, dass man auch ehrlich austauscht, das merke ich auch bei dir, ihr reflektiert hoffentlich sehr ehrlich und das ist ein Riesengeschenk, ist vielleicht einmal ungewöhnlich, gerade weil man die eigenen Ecken, Kanten ja nicht sieht oder nicht sehen will, aber es bringt uns definitiv weiter und wenn man da mal ein bisschen öffnet, dann ist viel, viel möglich und wenn wir jetzt in 2, 5, 10 Jahren, glaube ich, sagen, wo stehen wir, dann werden wir ganz, ganz sicher sagen, da bin ich zutiefst überzeugt, ja, jetzt lohnt das Leben, es geht nicht ums Überleben, sondern wirklich ums Leben, um den Tag, um wirklich auch dieses Leben zu schätzen und das ist beim Freudestatus uns auch so wichtig, dass es um die Grundfreude auch geht, die Grundlebensfreude und das war dem Institut so wichtig, dass das nicht eine Variable ist, jetzt habe ich einen tollen Tag gehabt, Freudestatus oben, sondern wie stehe ich generell im Leben. Und da sind wir wieder bei der Natur, etc. Ja, liebe Nicole, danke dir. Barbara, hast du eine abschließende Frage an die Nicole?
Ach, da gäbe es noch so viele Fragen. Ich glaube, da können wir jetzt ewig. Können wir jetzt ewig. Ich würde mir jetzt noch von dir so zum Schluss, also ich würde da 4 Fragen stellen und du ganz spontane Antwort drauf. Finde ich immer spannend. Nicole, meine Frage, ich bin? Ich bin eine Explosion von verschiedensten Dingen. Meine Mitarbeiterinnen sind? Human Stars. Human Stars. Und meine Arbeit ist? Wertvoll und wirkungsvoll. Und die Welt ist? Wunderbar. Das ist schön. Das spiegelt sich dann in deinem Wirken wieder. Ja, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank. Das Danke war sehr euch. Inspirierend. Ja, ich glaube, Ärmel hochkrempeln, es gibt viel zu tun. Ja, absolut. Sehr schön. Ja. Und ja, danke ich mich herzlich und vielleicht hast du zum Abschluss noch ein schönes Zitat. Ich glaube, wir lieben beide Zitate. Und ja, wir bleiben in Kontakt und vielleicht einmal persönlich ein Treffen. Wäre sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Es war mir eine große Freude. Was meinst du, dass ich noch ein Zitat habe oder ihr? Oder? Sorry, vielleicht zum Abschluss für uns. Ja, es gibt ein sehr schönes Zitat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist eine asiatische Weisheit. Und das heißt, Freiheit ist nicht nur das zu tun, was man liebt, sondern auch das zu lieben, was man tut. Also es gehören auch manchmal Dinge rein, die, wo du nicht gleich Hurra schreist. Aber das auch zu lernen, zu lieben und dann, so wie die Mönche quasi sich richtig so einem Alltag unterordnen und dann, ja, und dann das auch zu lieben, was man tut, und das strahlt man dann auch aus. Also es war mir eine große Freude mit euch. Ich muss gleich nochmal googeln mit eurer Firma und guck mal, es würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich finde es total spannend, was ihr macht, und wünsche euch auch viel Freude und viel Erfolg auf diesem Weg, dann da mehr Branchen zu generieren und auch an Strahlkraft immer mehr zu gewinnen. Dankeschön. Danke, Nicole, und auch danke, Barbara. 2 Geschenke auf einmal. Dankeschön. Alles Liebe.